Der 30-jährige Sonny Kittel bleibt wohl doch beim HSV. Wie es jetzt dazu kommt, warum das so ist und vieles mehr wird jetzt erklärt in diesem Video. Sonny Kittel ist ja schon eine geraume Zeit beim HSV, gilt ja schon als Urgestein. Mit Tim Leibold zusammen war er, glaube ich, einer der längsten Profis im Verein, seit der HSV eben abgestiegen ist. Das heißt, er verkörpert auch die Zweitliga-Historie bis dato und ja, jetzt wollte er eigentlich weg vom HSV, schon die ganze Zeit, schon im Sommer eigentlich oder schon davor eben, aber dieser Transfer fällt jetzt ins Wasser. Im Sommer war nämlich, wir erinnern uns zurück, ein Medizincheck, der den Wechsel verhinderte zur MLS. Nach Amerika wollte er wechseln, ähnlich wie sein Kollege eben Tim Leibold jetzt im Winter. Aber der Medizincheck wurde nicht bestanden. Er hat nicht geschafft und deswegen musste er beim HSV bleiben. Und schon da gingen die Alarmglocken bei mir los, denn ein Spieler, der nicht hundertprozentig beim Verein bleiben will, der kann eigentlich den Verein kaum noch weiterhelfen. Und sieht man sich die Leistungen an, eben in der aktuellen Saison, hatte man eigentlich recht mit der Vermutung, wirklich Sonny Kittel wollte gehen, das widerspiegelt sich auch bei seinen Leistungen wieder. In 17 Spielen hat er nicht ein Tor gemacht und 5 Vorlagen beigesteuert. Ja gut, 5 Vorlagen, das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Trotzdem als Zehner, als Flügelspieler bist du eigentlich immer im Offensivspiel mit dabei und da sind 5 Vorlagen sogar auch ein bisschen mau, gerade als HSV in der zweiten Liga, wo man immer oben mitspielt und daher auch viele offensive Möglichkeiten hat eigentlich. Es ist einfach zu wenig und gerade wenn man auch die HSV-Spiele gesehen hat, hat man gemerkt, Sonny Kittel ist einfach nicht mehr hundertprozentig beim HSV. Diese lustlosen Auftritte haben mich, den einen oder anderen Nerv schon gekostet. Das heißt, ich war schon bereit, ihn gehen zu lassen. Der HSV oder die HSV-Verantwortlichen wollten ja schon viel eher Sonny Kittel eigentlich verkaufen, doch der Trainer Tim Walter hatte was dagegen, weil er eben Kittel auf jede erdenkliche Position setzen kann, weil er eben so flexibel ist. Aber flexibel heißt nicht immer gut auf so einer Position. Klar, wenn Not am Mann war, ist Kittel immer eingesprungen, aber dass er da nicht brilliert als Sechser oder so, müsste auch jedem klar sein. Er hat sich immer am besten angefühlt auf der 10, aber zuletzt auch nicht mehr richtig, weil er eben einfach auch keinen Bock mehr hatte auf den HSV. Aber Tim Walter wollte ihn bis zuletzt eben nicht gehen lassen, deswegen hat sich ein Transfer so geschoben, aber das sah dann jetzt diesen Winter ganz anders aus. Denn Sonny Kittel hat nur noch 6 Monate Vertrag beim HSV und der HSV will ihn natürlich zu Geld machen, wenn sie ihn schon verlieren. Und 500.000 sind 500.000 Euro. Das heißt, da hat man sich sowas eingerechnet. Das bekommt man bestimmt für Sonny Kittel. Hätte man auch bekommen. Und Jonas Bolt hat sein Go gegeben, Tim Walter hat sein Go gegeben. Sonny Kittel war auch in Saudi-Arabien, hat schon verhandelt, hat sogar den Medizincheck bestanden. Das heißt, sogar diese Hürde hat er überwunden. Aber er hat sich im letzten Moment, der Transfer war eigentlich schon durch, aber er hat sich dann doch für den HSV entschieden. Doch warum hat er das auf einmal getan? Ganz einfach wegen seiner sportlichen Zukunft. Er will eigentlich noch nicht nach Saudi-Arabien und er weiß, einmal diesen Schritt getan, gibt es eigentlich kaum noch einen zurück, denn nur wenige kommen dann wieder zurück nach Europa und brillieren. Also so ein Zlatan Ibrahimovic damals, der zur MLS gegangen ist und dann wieder zurück zu Milan. Sowas gibt es eigentlich nicht. Und Zlatan Ibrahimovic mit Sonny Kittel zu vergleichen, ist auch sehr, sehr weit hergeholt. Deswegen, Sonny Kittel wusste, wenn er diesen Schritt geht, dann wird es wahrscheinlich so ähnlich sein wie Lasogga. 2 Jahre vielleicht gutes Gehalt und danach will ihn kein Verein mehr. Deswegen hat er sich doch für den HSV entschieden, will die Saison noch zu Ende spielen und um Gottes Willen, Jonas Bolt hat sogar gesagt, eine Vertragsverlängerung steht im Raum. Das heißt, er bekommt vielleicht weniger Gehalt, aber trotzdem will der HSV mit ihm verlängern. Das heißt, also ich verstehe das nicht ganz. Er liefert seit circa 2 Jahren nicht mehr so richtig ab, ist auf seiner Position eigentlich nicht mehr gesetzt. Und trotzdem will man mit einem Sonny Kittel verlängern, der eigentlich überhaupt gar keine Willenskraft oder sowas ausstrahlt. Jetzt hat man sowieso mit Andras Nemeth einen sehr, sehr jungen Spieler in seinem Kader, der eigentlich auch flexibel ist. Klar, eher so Mittelstürmer, aber trotzdem mit so einem, warum will man dann noch mit Kittel verlängern? Ich verstehe es nicht. Und da verstehe ich auch ein bisschen die Wut von den HSV-Fans, weil in den Kommentaren ist wirklich 80-90% die verstehen es ähnlich nicht, warum jetzt der HSV wirklich sagt, okay, du kannst halt bei uns bleiben und sogar eine Vertragsverlängerung steht im Raum wegen geringerer Bezüge. Also er bekommt dann vielleicht ein bisschen weniger Gehalt, aber kriegt dann wieder einen 2-3 Jahresvertrag.
wo man eh weiß, der ist jetzt schon in der zweiten Liga kaum durchsetzungsfähig. Wenn wir wirklich aufsteigen, ja, in die erste Liga, seht ihr einen Kittel in der ersten Liga spielen? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Und ich will ja wirklich nicht, dass der HSV so ein Schalke 04 2.0 wird, dass wir ja dem Schalke Konkurrenz machen. Wer hat weniger Punkte beim Abstieg gehabt? Ich will ja wirklich, dass der HSV dann wirklich für immer in der ersten Liga bleibt. Und das sehe ich einfach nicht bei Sonny Kittel. Deswegen, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich hätte ihm wirklich gesagt, Sonny, es war schön mit dir, aber bitte geh jetzt einfach, weil du bringst den Verein nicht weiter und wir haben genug junge Spieler in unseren Reihen. Und für dich ist einfach kein Platz mehr. Doch am Ende ist es natürlich nur meine Meinung. Deswegen schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr es findet, dass Sonny Kittel beim HSV bleibt. Erstmal nur 6 Monate, aber eine Verlängerung steht im Raum. Das heißt, das ist auch nicht so unwahrscheinlich. Und ja, schreibt mal gerne in die Kommentare eure Gedanken, eure... Vielleicht seid ihr auch Sonny Kittel Fan. Und ja, dann freue ich mich auf die Diskussion in den Kommentaren mit euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Gebt dem Video gerne ein Like und ein Abo. Ciao, ciao.